Wie könnte ich ohne Make-up leben? Vor allem nicht ohne meinen Lipgloss. Ich kann nicht genug davon bekommen. Aber nicht jeder Lippenstift ist gleich. Hat Madison ihren Verstand verloren? Hey, aus meinem kommt nichts raus. Ah, das schmeckt wie Gift. Was für eine Art Make-up ist das? Es ist Sirup, siehst du? Ja, essbares Make-up ist total angesagt. Ich habe eine Nachricht. Oh, es ist Jake und er hat einen Haufen Süßigkeiten für mich. Ja, Süßigkeiten. Ich kann es kaum erwarten. Das wird super. Dieser Bruch sieht ziemlich ernst aus. Oh, stopp. Es gibt keine Snacks hinter diesem Punkt. Es darf nur gesundes Essen hier rein. Okay, naja, gut, dass ich einen Backup-Plan habe. Ich brauche nur diesen Obstkorb, damit alles klappt. Ich habe gesagt, was du getan hast und die Snacks durch gesunde Leckereien ersetzt. Okay, dann lass mich das noch überprüfen. Mein Bonbon-Stethoskop sieht schon, was da los ist. Bonbon-Stethoskop? Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Ich verstehe. Na, lass mich hier nur nachschauen. Oh, ist das doof. Ja, der wird doch nichts finden. Okay, du scheinst sauber zu sein. Ich habe nichts gefunden. Funktioniert das Stethoskop überhaupt? Oh, das hätte ich nicht tun sollen. Hey, Jen, da bin ich mit deinen Snacks. Aber mehr Obst? Ich habe bereits eine Menge Obst. Jen, im Ernst, du wirst dieses Obst essen wollen. Ach, Jake, ich bin satt, Obst zu essen. Ja, aber meins ist besonders. Schau. Ja, es ist mit Süßigkeiten gefüllt. Ah! Warte, bis du die anderen gesehen hast. Wie diese Ananas. Ich weiß, wie sehr du Gummibärchen liebst. Oh ja, das tue ich. Du hast dir gemerkt, dass sie meine Lieblinge sind. Oh, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Okay, den Apfel mit den Marshmallows, bitte. Oh, das ist der beste Obstkorb. Ich stehe dir bei. Dafür sind Freunde ja da. Danke, Jake. Du hast mir wirklich den Tag versüßt. Richtiges Essen. Diese Nachtschichten werden nie einfacher. Noch die halbe Schicht vor mir. Das verschafft mir etwas Zeit zum Schlafen. Ah. Die Operation Snack-Attacke ist in vollem Gange. Diese Insassen bekommen heute Abend Essen. Hoffentlich mögen sie Schokolade. Ha! Blink wie eine Katze. Die Wache schläft fest. Schlechter Traum, was? Vorsichtig. Das war knapp. Bein Nummer 2. Wow. Mann, Abbruch. Abbruch. Wo kann ich mich verstecken? Ich schaffe das. Ziemlich geräumig sogar. Was ist hier los? Ich glaube, ich habe was gehört. Ach, nur eine Maus. Zurück ins Schlummerland. Ich bin drin. Ah, wie lange ist das schon hier? Ich habe das andere Ende erreicht. Spinnennetz. Hier könnte wirklich mal geputzt werden. Wer ist da? Ich bin's. Komm schon. Gabby, entschuldige bitte. Ich komme mit Geschenken. Alles für mich? Lass uns schlemmen, oder? Ich habe Süßes so sehr vermisst. Jetzt musst du das nicht mehr. Ich möchte gerne rein. Keine Süßigkeiten. Na gut. Hier. Sowas von lame. Hi. Hey, ich hab doch gerade gesagt, keine Süßigkeiten. Na gut. Bist du jetzt zufrieden? Was will ich denn mit der Zuckerwatte? Zum letzten Mal, keine Süßigkeiten. Das ist nicht mal meine.
Oh, was mache ich damit? Beeil dich, ich warte. Das ist unfair. Ich habe eine Idee. So ein weiches Fell. Darf ich jetzt rein? Jetzt kannst du rein. Danke sehr. Endlich bin ich im Club. Und ich habe sogar Zuckerwatte dabei. Voll lecker. Und sehr elegant. Fast so, als würde man Wolken essen. Wow! Davon brauche ich ein Beweisfoto. Hä? Hey, psst, Kumpel. Das musst du sehen. Was? Das ist kein Fell. Ey, ich bin stinkwütend. Das war so ein genialer Einfall. Guter Versuch. Her damit. Was? Das hier? Ich bin kein Idiot. Haarig. Das kitzelt im Rachen. Alles okay bei dir? Das ist keine Zuckerwatte. Ups. Hier, so gut wie neu. Viel Spaß beim Tanzen. Eklig. Dauert ja ewig. Was ist das? Oh, nein, nein, nein. So geht das nicht. Oh nein, die ist voll sauer. Was soll ich jetzt nur tun? Ich habe ja auch Snacks dabei, aber ich will die nicht wegwerfen. Okay, dann muss ich wohl jetzt alles aufessen. Einfach alles in den Mund schieben. Okay, das war das Erste. Weiter mit dem Nächsten. Oh, wie soll ich das nur alles rechtzeitig aufessen? Ihn da hat sie einfach weggeschickt. Hey, Moment. Ich glaube, ich krieg die Snacks auf jeden Fall rein. Gut, dann ziehe ich meine Krawatte aus. Und nun kommt meine treue Klebepistole ins Spiel. Ich mache einfach zwei kleine Kleckse auf die Rückseite. Gut, und jetzt das Gummiband. Ich klebe die Rückseite voll mit Gummibändern. Sehr gut. Und nun schiebe ich da meine Schokoriegel rein. Sieh da, alle passen rein. Die Krawatte wieder binden und ich bin bereit. Versuchst du auch Süßigkeiten mit reinzuschmuggeln? Ich weiß nicht, du wirkst ziemlich verdächtig. Diese Lupe wird die Wahrheit zeigen. Hey, wir tragen ja die gleiche Krawatte, ausgezeichneter Geschmack. Also, viel Spaß beim Lernen. Ich hab's geschafft. Schaut irgendjemand her? Nope, das heißt, ich gönne mir einen Schokoriegel. Welchen möchte ich denn essen? Japp, der hier wird sein. Und ich ziehe ihn einfach raus. Alles klar, die anderen werde ich mir für später aufheben. Wunderbar, Zeit für Schokolade. Ich finde, geschmuggelte Schokolade schmeckt noch besser. Stopp, Essen ist nicht erlaubt. Hände hoch, na los. Mann. Ja, alles gut. Arme hoch, bitte. Oh nee, kein Essen? Da komme ich ja nie durch. Ich habe noch so viel übrig. Ach. Ja. Boah, das sieht ähnlich aus, oder? Da komm schon, schnell nachdenken. Natürlich. Grüne Dreads, los geht's. Okay, du kannst reingehen. Ich? Ich komme. Wenn du Essen hast, werde ich's finden. Chill. Ja? Snacks zu essen lässt mich Probleme vergessen. Ich will Spaß haben, nicht mein eigenes Grab graben. Ich kenne die Vorschrift, bin ich der, der sie bricht? Lass mich einfach rein und stell mir kein Bein. Oh ja, das war gut. Essen schmuggeln verboten, yo! Ha, das war toll. Rein mit dir. Hey, schöne Haare, Kumpel. Ja? Yeah? Nun, und die schmecken noch besser. Wow. Ja, ich weiß. Darf ich? Ja. Ich liebe Grün. Ich vermisse es zu texten.
Aber das muss erst einmal reichen. Gute Reise. Schau, wie es runtergespült wird. Hier stinkt's gewaltig. Ich hab's. Mal sehen. Burger, betende Hände, Ausrufezeichen, Nachricht erhalten. Ich kann das nicht in meinen Händen tragen. Eine angemessene Verkleidung ist notwendig. Gut, dass ich schöne lange Haare habe. Erledigt. Ist auch irgendwie niedlich. Und los geht's. Wo bleibt sie? Endlich! Ich bin hier drüben. Es ist alles hier oben, verstanden? Normalerweise beschwerst du dich über Haare im Essen. So gut. Bist du bald fertig? Hallo, Schokofinger. Sieht aus, als hast du alles. Leckere Finger. Snacks, Snacks, Snacks aus Snacks sind das Beste. Jellybeans und Pringles zur gleichen Zeit sind klasse. Oh nee, da kommt jemand. Oh, ich muss das alles verstecken, sonst gibt's Ärger. Nicht sicher genug, ich brauche ein besseres Versteck. Ja, das wird auf jeden Fall funktionieren. Ah, der kommt schon klar. Okay, ich lege den Pulli so aus. Und jetzt kommt die Füllung. Rein mit euch, Snacks. Das ist der einzige Weg, um euch zu schützen. In diesen Pulli passen eine Menge Chips und Süßigkeiten. Jetzt nur noch so positionieren, dass es so aussieht, als ob er schläft. Hey, sei leise da unten. Und jetzt schnell ins Bett. Okay, Kate, es scheint... warte, was ist das für ein Geräusch? Da war wohl nichts. Meinem Arm geht es heute schon viel besser, Herr Doktor. Okay, dann lass uns mal deine Temperatur messen. Sieht gut aus. Dann schaue ich gleich mal nach meinem anderen Patienten. Nee, bitte. Der schläft doch und er will nicht gestört werden. Wecken Sie ihn nicht auf. Es hat ewig gedauert, bis er eingeschlafen ist. Ah, okay. Danke, dass du mir Bescheid gesagt hast. Ich sehe später nach ihm. Oh, das war ganz schön knapp. Aber es hat funktioniert. Ich gehe jetzt zurück zu meinen Snacks. Ich denke, ich nehme einen von diesen. Hey, was mit mir? Ach du meine Güte, dich hätte ich ja fast vergessen. Hier, für dich. Gut, dass ich genug zum Teilen habe. Krankenhäuser sind gar nicht so schlecht. Wie buchstabiert man Pangea? Ich mache mir mehr Gedanken um das Mittagessen. Ich weiß, was mich über Wasser hält. Da ist nichts außer Verpackung. Und mein blöder Appetit. Ich werde wohl warten müssen. Oder ich kann in meinem Geheimversteck wühlen. Mein Lebensretter. Hallo, Sandwich. Ich habe das auch schon gegessen. Langsam wird's lächerlich. Die werden mich nicht satt machen. Ich habe jetzt richtig Hunger. Warte. Glaubst du, die schmecken noch? Früher auf jeden Fall. Was in aller Welt macht Rosie da? Was denke ich mir nur? Mein Hunger hat mein Gehirn vernebelt. Aber verzweifelte Zeiten rufen nach verzweifelten Maßnahmen. Komm her, kleiner Kerl. Bitte bring mich nicht um. Jetzt geht nichts mehr. Hey, Rosie. Rosie? Nein! Kein Hunger ist ein gekauter Kaugummi wert. Hey, ich brauche das. Ich versau dir dein Essen ja auch nicht. Frag mich doch einfach. Das sollte dich über Wasser halten. Es sieht aus wie ein Lippenstift, aber schmeckt nach allem anderen als das. Da war der Kaugummi aber die sicherere Wahl. Vertrau mir einfach, okay? Riecht ziemlich gut. Dann nehme ich einen kleinen Bissen. Schmeckt richtig gut.
Was für ein Make-up ist das? Du brauchst einen Block Käse und einen leeren Lippenstift. Drück den leeren Behälter in den Block. Und wenn er rauskommt, ist er voll mit köstlichem Käse. Vergiss nicht, die Kappe aufzusetzen. Das ist genial! Jetzt brauche ich nur noch Cracker. Gut, dass ich zwei dabei habe. Freunde, die zusammen Käse essen, bleiben sich immer treu. Oh Mann, ich bin zu spät. Hat der Lehrer das bemerkt? Oh nee, zum Glück nicht. Ach, jetzt muss ich mich aber reinschleichen. Geschafft und niemand hat was gemerkt. Ihr müsst die Emotionen auf eurer Leinwand einfangen. Oh, ich hab so einen Durst. Aber ich habe was in meinem Rucksack, das mir helfen wird. Ach, Cola, du bist genau das, was ich brauche. Du weißt, dass während des Unterrichts Essen und Trinken verboten sind. Her damit sofort. Okay, hier. Entschuldigung. Meine Cola, ich hab so einen Durst. Mann, der hat die auf seinen Schreibtisch gestellt, nur um mich zu verspotten. Ich glaube, ich verdurste. Cola, bitte komm zurück zu mir. Ich brauch dich. Was? Meine Cola ist jetzt in der Wüste? Und Jake hat ein Getränk? Oh, der schlürft daran, als würde ich hier nicht verdursten. Wie kommt es, dass er einen Drink hat und ich nicht? Oh, das war nur ein Traum. Aber ein grausamer. Moment mal. Jake hat einen Drink. Oder trinkt er sein Farbwasser? Nee, das kann doch nicht sein. Ich habe Halluzinationen, weil ich so durstig bin. Der trinkt sein Farbwasser. Aber selbst wenn das nur eine Halluzination ist, sieht das Farbwasser köstlich aus. Ich will das. Ich brauche diesen Drink. Oh, lass mich dir erzählen, wie ich diesen Drink in den Kunstunterricht geschmuggelt habe. Zuerst brauchst du einen Farbbecher mit Wasser und Farbe. Mit einem Pinsel nimmst du etwas Farbe auf. Ja, na klar, eine Farbe, die dir gefällt. Spiel den Pinsel im Wasser aus. Das Wasser muss schön gefärbt sein. Als nächstes brauchst du eine Klebepistole und den Deckel des Farbbechers. Gib einen Leimstreifen auf die Unterseite des Deckels. Keine Sorge, wenn der Leim nicht gerade ist. Großartig, nun zum nächsten Schritt, der Plastiktrinkbecher. Dreh ihn um und kleb ihn auf den Farbbecher. Sobald der Becher fest sitzt, bist du fast fertig. Setz noch den Deckel auf den Farbbecher und ja, voilà. Jetzt kannst du dein Getränk deiner Wahl einfüllen. Der versteckte Plastikbecher hält den Drink sicher und versteckt. Und dein Geheimdrink ist bereit für die Schule. Boah, danke, Jake. Diesen Geheimtrick probiere ich gleich mal aus. Oh, das schmeckt so gut. Ich kann trinken und trinken und der Lehrer wird nichts bemerken. Oh, mit dieser Cola fühle ich mich gleich viel besser. Ja, versteckte Cola ist die beste. Ja, wie soll ich denn das alles halten? Ich habe nicht genügend Taschen. Ich werde das nie an ihr vorbeischaffen. Nee, das wird nicht klappen. Es sei denn... Diese Taschen habe ich total vergessen. Stopp! Hast du Essen dabei? Mal sehen. Was ist das denn? Ausgestopfte Unterwäsche? Aha. Na gut. Zufrieden. Ich wurde erwischt. Och, was soll ich denn jetzt machen? Hey, das könnte die Lösung sein. Nimm eine mittelgroße Schüssel, füll sie mit Süßigkeiten und steck sie in deine Hose. Stopp! Mal sehen, was du versteckst. Nichts, huh? Wow, das kriege ich aber so schnell nicht aus dem Kopf. Uhu, geschafft! Was für ein glückliches Ende, nicht wahr? Oh mein Gott! Komm schon! Hey! Will jemand Schokolade? Das ist die beste Party! Moment mal! Essen verboten? Als ob! Halt! Was hast du da in deiner Hand? Oh, das ist nur etwas Süßes! Essen verboten!
Nicht mal ein bisschen? Lässt du dich umstimmen? So viel Kohle für dich. Richtig viel Asche. Nur für dich. Für mich? Nein. So ein Jammer. Oh, endlich ist sie weg. Oh, eine Nachricht. So ein hartnäckiger Bursche. Oh, das ist meine Chance. Rick! Halt! Oh nein! Ich will doch nur gleich hab ich's. Meine leichteste Übung. So eine Gemeinheit. Oh, einen Augenblick. Das könnte die Lösung sein. Du schon wieder? Hast du noch nicht genug? Das ist für dich. Ein Geschenk? Oh, danke. Bitte, trete ein. Geschafft. Ich bin einfach genial. Süßigkeiten. Ich liebe diesen Job. Oh, hey. Ich liebe deine Kette. Wow. Ja, das ist eine Sonderanfertigung. Pass gut auf. Schmecken tut sie auch. Wow. Darf ich? Klar, nur zu. Echt gut. Oder? Was dann? Hallo. Wie geht's? Ich muss los. Ich muss dich zuerst scannen. Versteckst du hier was? So ein Mist. Den habe ich mir für später aufgehoben. Wow, wow, gib sie her. Fein. Hier sind sie. Bist du jetzt glücklich? Geh einfach. Egal, wo war ich? Hey, hier drüben. Nimm meine Kopfhörer. Hallo? Was? Ich habe keinen Besuch erwartet. Kein Essen, ne? Mach sie auf. Ja. Ich habe solche Plastikdeckel genommen und sie besprüht. Dann habe ich sie hier befestigt. Siehst du? Die perfekte Größe für einen Donut. Cool, oder? Und sie sehen total echt aus. Ah, hab's kapiert. Du hast meine Lieblingssorte. Ich habe mich wie verrückt danach gesehen. Hm. Hi, meine Freundin wartet da vorne in der Halle auf mich. Oh, ich bin so froh, dass du mich besuchen kommst und Snacks mitgebracht hast. Warte, warte, niemand darf die sehen. Ich habe dir eine Menge Lutscher mitgebracht. Ich weiß, wie groß deine Lust auf Süßes ist. Oh, du bist die Beste, vielen Dank. Mist, wie soll ich denn an dem Arzt da drüben vorbeikommen? Es muss doch was geben, was ich tun kann. Wenn ich einfach vorbeigehe, bemerkt er auf jeden Fall meine Süßigkeiten. Dann schreit er mich wieder an. Ja, aber vielleicht kann ich mich unter seinem Tisch entlang ducken. Och nee, dafür ist er zu schlau. Was ist, wenn ich so tue, als wäre ich schwanger? Ach ja, der hat diesen Snack-Scanner. Der Bonbonbauch wird also auch nicht funktionieren. Kate, ich habe dir immer wieder gesagt, dass Snacks hier nicht erlaubt sind. Und dann schreit er mich noch mehr an. Ich hasse es, wenn er mich anbrüllt. Oh, der schreit mich sogar schon in meiner Vorstellung an. Okay, weißt du was? Zeit für drastische Maßnahmen. Snacks in die Hose. Niemals wird er meine Hose nach Süßigkeiten durchsuchen. Okay, verhalte dich einfach ganz natürlich, Kate. Lass sie nicht misstrauisch werden. Och nee, die Süßigkeiten sind aus meinem Hosenbein gefallen. Warte mal, das bringt mich tatsächlich auf die Lösung. Ich steck sie einfach in die Löcher meiner Crocs. Stopp, Kate. Ich muss dich auf Snacks untersuchen. Gut, du kannst zurück in dein Zimmer gehen.
Diese Patientin ist wirklich komisch. Okay, ich bin wieder in meinem Zimmer. Oh, das hat super geklappt. Ich habe all meine Süßigkeiten reingeschmuggelt. Mal sehen. Ich denke, ich werde dich zuerst lutschen. Dieser Krankenhausaufenthalt ist schon viel besser. Und ich habe noch mehr für später. Oh nein! Die suchen schon wieder nach Handys. Ich muss mir was einfallen lassen. Wie bekomme ich es nur da rein? Der Typ ist sicher keine Hilfe. Da drin ist es wie in einer anderen Welt. Oh, ja? Ich hab's. Und los geht's. Chris. Redest du mit mir? Darf ich? Auf keinen Fall. Oh, bitte, bitte. Oh, aber das kostet. Oh, widerlich. Aber okay. Ich befeuchte sie noch für dich. Hier, kiss das. So sanft. Das war der Wahnsinn. Das Fischglas gehört ganz dir. So, und jetzt zu meinem Plan. Wie gut, dass ich beim Mittagessen keinen Hunger hatte. Wichtig ist, dass sie gut verschlossen ist. Die Steine werden es verdecken, siehst du? Und jetzt zum großen Finale. Yes! Hallo! Oh, ich liebe Fische. Du darfst reingehen, Annie. Zeit für einen kleinen Tauchgang. Entschuldige, kleiner Kerl. Schön trocken. Tja, dank des guten alten Plastiks. Oh, ich hab's mit all den Snacks reingeschafft. Das sind auch alles meine Lieblingssorten. Oh, ich kann's kaum erwarten. Und warte. Oh, schaut mal, Madison hat Snacks. Schnappt sie euch. Und die Snacks. Oh, die hat die guten Chips mitgebracht. Hey, ich will die auch. Hör auf zu klauen. Danke für die Snacks, Madison. Die waren lecker. Was ist gerade passiert? Oh, die haben sich ja alle aufgegessen. Das ist nicht fair. Oh, die haben mir nicht mal einen Krümel übrig gelassen. Was? Und meine Haare sind auch ruiniert. Das ist der schlimmste Tag meines Lebens. Keine Snacks und eine zerzauste Frisur. Warte. Ich bin der Zauberer der Snacks und der Mode. Keine Panik, Madison. Ich habe die Lösung für dein Snackproblem und dein Aussehen. Dieser Ring wird dir in deiner Stunde der Naschhaftigkeit große Freude bereiten. Dieser Ring? Ich meine, der gefällt mir, aber ich verstehe nicht. Ich schätze, ich muss dir alles zeigen. Dieser Ring besteht aus einer kleinen Dose. Nimm den Deckel ab und dekoriere ihn nach deinen Wünschen. Ich mag Strasssteine. Okay, ich habe den gesamten Rand mit Strasssteinen besetzt. Ich mag auch Blumen, deshalb ist diese blaue Blume das Herzstück. Ja, nächster Schritt. Ich nehme die Dose und gebe einen Klecks Heißkleber drauf. Jetzt den Ring dran stecken. Wichtig ist, dass die Farben stimmen, weil das ja ein Fashion-Zauber ist. Okay, Zeit, die Dose mit dem Mikrosnack der Wahl zu füllen. Oh, die sind lecker. Okay, die Dose ist voll. Jetzt wird der Ring angesteckt. Madison, bereit für Fashion und Snacks. Oh Mann, ich habe echt einen Zauberring. Oh, ich bin so glücklich. Oh nee. Hier, nimm. Du Spinner. Das hat geklappt. Oh, die hat gar nichts von den Snacks mitbekommen. Apropos Snacks, Zeit, den Ring zu öffnen. Schau dir all diese Köstlichkeiten an. In meinen Mund mit euch. Oh, lecker. Jetzt bin ich bereit für den Rest des Tages. Und das sind die besten Süßigkeiten. Oh nein, sie sucht nach Snacks. Ich glaube, sie hat eine Art Zauberstab, um Snacks zu finden. Oh nein, nicht die Gummibärchen. Was mache ich denn jetzt? Ich will meine Gummibärchen nicht verlieren. Ich muss sie irgendwo verstecken, wo man sie nicht findet. Vielleicht passen die ja in meine Schuhe. Okay, ich schieb einfach alles unter meinen Pulli. Oh, nichts davon funktioniert. Oh, diese Bücher sind so schwer. Nein, mein Globus. Er ist kaputt. Was soll ich nur tun? Okay, warte, Globus. Ich bin gleich wieder da.
Hey, dieser Globus ist die perfekte Lösung. Alles klar, Globus, du kommst mit mir. Hallo, Ma'am. Ich möchte bitte zum Unterricht. Nun, ich muss dich erstmal nach Essen scannen. Oh, ich hoffe, mein Plan geht auf. Sieht so aus, als hättest du nichts. Okay, du bist sauber. Gute Idee übrigens, einen Globus mitzubringen. Mal sehen, steht die Lehrerin mit ihrem Rücken zu mir? Dann mache ich den Globus mal auf. Und dann schließe ich ihn wieder. Yes, das ist der beste Schokoriegel ever.